Diätest du noch oder blickst du schon durch? Provokant, oder? Sehr, sehr provokant, Freunde, sehr, sehr provokant. Diätest du schon oder blickst du schon durch? Was will ich damit sagen? Exakt, der eine oder andere, da klingelt schon. Freunde, aufpassen. Rote Karte, aufpassen. Seit über 50, 60, 70 Jahren werden immer noch Diäten betrieben. Und gerade wir über 50-Jährige, schon ewig nichts mehr gemacht. Endlich ist der Groschen gefallen und wir sagen, ja, es wird Zeit, der Umfang, die Optik im Spiegel ist nicht mehr so prickelnd. Die Frau sagt, naja, mein Mann, glaube ich, der hat mich irgendwie anders in Erinnerung, genau so umgekehrt. Der Mann guckt im Spiegel und denkt, naja, der Homo sapiens sieht eigentlich anders aus, so möchte ich nicht aussehen. Das ist jetzt irgendwie alles zu viel Umfang, zu viel Gewicht und was machen wir? Klar, wir suchen, Achtung, wieder aufpassen, nach einer ganz einfachen Möglichkeit, nach einer super einfachen Möglichkeit. Stressfrei, ohne Zeitaufwand, schnell ans Ziel. Ganz klar, warum? Weil wir Menschen ticken so, wir ticken so. Deswegen gibt es ja auch die Werbung, in 6, 8 Wochen 10, 15 Kilo mehr Gewicht zu verlieren. Warum? Klar, wir haben zwar 30 Jahre dafür gebraucht, 20, 30 Kilo Gewicht zuzulegen, aber das schaffen wir doch locker in 6, 8 Wochen. Ach mein Gott, wer schafft das nicht? Hallo? Hallo? Fällt jetzt der Groschen? Das kann nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. Das sind alles leere Versprechungen. Warum sind es leere Versprechungen? Soll ich euch aufwecken? Es sind leere Versprechungen aus einem einfachen Grund. Weil die wissen doch, dass ihr keinen Bock habt, Zeit zu investieren. Die wissen das doch ganz genau. Die wissen doch, dass ihr nur 6, 8 Wochen Zeit investieren wollt und maximalen Erfolg feiern. Ja, das wollt ihr. Fühlt ihr euch jetzt ertappt? Dann seid ehrlich bitte, seid ehrlich. Jeder, klar, ihr habt zwei Angebote. Ich gebe euch ein Angebot Nummer 1. Stressfrei, 2 Eiweißdrinks pro Tag, 4 Kapseln in 10 Wochen, 15 Kilo weniger, ohne Aufwand, ohne Hungern, mit maximalem Geschmack. Nebendran, 3-mal in der Woche mindestens Sport, 60 bis 75 Minuten, Mahlzeiten, 3 Stück am Tag, ausgewogen gesund, wenn es möglich ist, natürlich auch noch ein bisschen Bio, vorkochen, in die Küche stehen. So, jetzt geht's schon los, ihr habt doch schon gar keinen Bock mehr. Ihr habt doch schon gar keine Lust mehr und sagt, nee, mach ich nicht. Das ist nicht meins, nee, ich nehme die rechte Seite, die ist doch easy. So. Deswegen gibt es solche Angebote. Freunde, Diäten machen keinen Sinn. Ob das Pulverdiät ist oder Kügelchendiät oder Pillchen oder HCG-Perlchen oder Cremchen oder Süppchen oder Pülferchen oder Pudding oder Rosenkohl, Grünkohl, was weiß ich was alles. Freunde, eine Diät hat noch nie Sinn gemacht. Nein, warum? Jetzt pass auf, wieder ganz wichtig. Aufpassen, ganz gut zupassen. Aufpassen. Passt auf. Folgendes. Ihr esst vorher 3000 Kalorien, okay? Gut. Dann gehen wir her und reduzieren das Ganze um 1000 Kalorien. Das ist eine Diät. Es wird unterkalorisch Nährstoffe zugeführt. Erstmal runter auf 2000. Wir nehmen 4 Wochen ab und freuen uns. Wunderbar. Haha. Wir haben zwar schon Hunger, fühlen uns nicht besonders prickelnd, nicht fit, aber werden abgenommen. Gute Idee. So, dann bleibt das Gewicht stehen. Die Kalorien werden weiter reduziert. Auf 1500 bis 1200. Hurra, die Gewichte purzeln. Wunderbar, ich habe 15 Kilo abgenommen innerhalb von 8 bis 10 Wochen. Stehe vorm Spiegel, sage, jetzt sehe ich wieder aus wie ein Homo sapiens. Ich fühle mich wohl, meine Frau findet mich jetzt wieder attraktiv. Okay, alles geschafft, Projekt beendet. Ich fange wieder an, normal zu essen. Wieder 3000 Kalorien. Aber mein Körper hat sich auf 1200, vielleicht 1400 oder 1500 eingestellt. Ja, und was passiert? Ihr wundert euch, ihr nehmt wieder Gewicht zu. Ja, in dem größten Anteil aller Fälle geht das Gewicht nach oben. Warum? Weil die Fettzellen sind doch noch da. Ihr habt doch die Fettzellen nicht eliminiert. Die sind doch immer noch in eurem Körper. Die sind nur leer.
Zum Teil leer. Ihr habt dann noch Muskelmasse verloren, weil ihr stark unterkalorisch gearbeitet habt. Ihr habt dann noch Wassermasse verloren. So, und jetzt kommen die 3000 Kalorien wieder in der alten Struktur und der Körper sagt, gib mir, komm, 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 mein Freund. Gib mir, jawohl, die Pizza, die Nudeln, das Gläschen Wein, die zwei Flaschen Bier, die Schokolade, den Eis, was wir uns vorher über 8 bis 10 Wochen verwehrt haben, das ziehen wir jetzt wieder rein. Und dann wundern wir uns, dass wir nach einem halben, dreiviertel Jahr bis einem Jahr wieder das gleiche Gewicht drauf haben. Da wundern wir uns. Wie kommt ihr darauf? Das ist doch logisch, was passiert. Da muss man sich nicht wundern, sondern nur logisch denken. Deswegen machen Diäten überhaupt keinen Sinn. Kurzfristige Maßnahmen machen keinen Sinn. Over 50 schon zweimal nicht, für männlich und weiblich nicht. Also es ist jetzt wieder ein Video für Over 50, aber es gilt auch für alle anderen auch. Lasst euch doch nicht veräppeln. Lasst euch doch nicht auf der Nase rumführen. Ihr wollt doch nur euer Geld haben. Wenn ihr was macht, müsst ihr langfristig planen, Freunde. Bitte langfristig planen. Langfristiges Investment in seine gesunde Zukunft bringt euch ans Ziel. Genau. Und zwar, ihr müsst wissen, was ihr esst. Und zwar in den nächsten 30, 40 Jahren, bis ihr 100 werdet, müsstet ihr ein gewisses Essverhalten beibehalten, um ein gewisses Resultat zu erzielen. So einfach ist es. Easy going. Da muss man kein Wissenschaftler sein, muss man nicht. Und da muss man auch nicht auf alles verzichten. Klar, jetzt kommt wieder das berühmte Wort, das wollt ihr nicht hören. Man braucht natürlich ein bisschen Disziplin. Ohne Disziplin wird's nichts. Man muss natürlich auch ein bisschen Ehrgeiz haben, wird's nichts. Aber das wisst ihr doch. Ich weiß, dass ihr es nicht hören wollt. Wisst ihr warum? Die Wahrheit ist so lang schön, bis man sie hört. Freunde, das war's wieder zum Thema Diäten und vor allem Diäten bei Menschen über 50. Das ist absoluter Bullshit. Das macht keinen Sinn. Investiert langfristig in euren Körper. Ernährt euch gesund, dauerhaft. 3 Mahlzeiten am Tag sind Standard. Habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und 4-5 Stunden Zeit dazwischen lassen. Finger weg von Zwischenmahlzeiten. Finger weg von zu viel Genussstoffen. Klar, am Wochenende mal ein Gläschen Wein. Klar, am Wochenende mal eine Pizza, eine kleine. Klar, am Wochenende mal ein Stück Kuchen oder mal 1-2 Kugeln Eis. Macht ja nichts. Aber nicht 6-7 Tage die Woche. Und vor allem keine Mahlzeiten auslassen. Ausfallen lassen. Funktioniert nicht. Freunde, ich hoffe, dass ihr mir verzeiht, dass ich jetzt wieder ein bisschen impulsiv war, aber es ist mein Thema, weil ich mich da immer wieder wahnsinnig drüber aufrege, wenn irgendwelche Leute auf irgendwelchen schwachsinnigen Marketing reinfallen und sich hier an der Nase rumführen lassen und das Geld zum Fenster rausschmeißen. Geht nicht, Freunde. Nur das Schwimmen gegen den Strom führt ans Ziel. Ich weiß, vielleicht ist es jetzt pädagogisch nicht so besonders wertvoll und marketingtechnisch vielleicht auch nicht, aber es ist mir egal, wisst ihr warum? Weil es die Wahrheit ist. Und ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, dass immer nur gelogen wird in dieser Branche, Fitnessbranche. Da wird das Blaue vom Himmel runter gelogen. Nur um, genau, Umsatz zu machen, Kohle zu verdienen. Dabei ist es wirklich einfach. Ich habe mich wieder beruhigt, mir geht's wieder gut, alles wunderbar. Ihr kennt mich, die wo einschalten, kennen mich ganz genau, ihr wisst, bei mir gibt's die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Und die Wahrheit tut manchmal ein bisschen weh. Freunde, das war's. Andreas Trienbacher, Thorsten aus Karlsruhe. Zum Thema Deine Fitness, meine Aufgabe.